Heute im Gespräch Jörg Menneken. Herzlich willkommen bei Angedacht. Hallo Jörg, schön, dass wir hier sind im Begegnungszentrum und ich dich einfach mal interviewen kann. Und zwar zum Thema Glauben mit den Füßen, evangelisch pilgern. Und wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ich habe deine Kinder getauft und ein Kind habe ich konfirmiert. Und ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren bist du das erste Mal mit uns mitgegangen. Genau. Was war so dein erster Gedanke, als ich dich gefragt habe, hey Jörg, kommst du mit auf unsere Pilgertour? Erstmal war ich sehr überrascht und musste erstmal überlegen, oh, habe ich noch nie gemacht. Und war dann auch bereit, da ich Wandern erstmal sehr gerne mag. Ja, okay. Die Kirche, die mag ich ja auch. Und dann dachte ich, ja, dann gehst du mit. Okay. Und was war die Wandertour oder die Pilgertour, wo du sagst, das war die beste für mich? Am eindrucksvollsten war die Tour in der Eifel. Da waren wir in dem Kloster bei dem Pater Stephan. In Himmerod. Himmerod. War das und das hat mich sehr beeindruckt. Okay. Insbesondere die Gespräche, die wir da mit dem Pater hatten. Und wie er sein Leben beschrieben hatte, fand ich sehr beeindruckend. Ja. Und wenn du so überlegst, was ist so der Unterschied für dich zwischen Wandern und Pilgern? Gibt es da einen? Oh, den gibt es bestimmt. Wandern tue ich sehr gerne. Mache ich mit ein paar Freunden hin und wieder mal. Mhm. Mal zu zweit, mal zu mehreren. Man diskutiert, sieht schöne Landschaften, hat einen netten Tag. Und manchmal mehr oder weniger anstrengend. Beim Pilgern kommt noch eine ganz andere Komponente dazu, finde ich. Zum einen, wie ich das erste Mal dazu kam, ich kannte die Personen alle nicht, okay. Aber man war direkt aufgenommen und hat vertraute Gespräche geführt. Fand ich sehr gut. Mhm. Auch das Zusammenspiel damit, dem, was du damit einbindest, von Gesang und Beten angefangen, über bestimmte Diskussionen, wo man nachdenken kann erstmal oder Ruhe dabei hält und stillen wandert. War auch eine neue Erfahrung. War eine ganz neue Erfahrung. Viele Menschen, die so denken, oh, wir sind jetzt mit der Kirche unterwegs, pilgern und da geht es um Singen und Beten. Da denken ja viele Leute erst einmal, ist das was für mich oder ist das nicht zu fromm? Wie hast du das empfunden? Beim ersten Mal war es ungewohnt, aber ich fand es nachher bereichernd, weil ich einfach was Neues kennengelernt habe. Mhm. Und auch über mir Gedanken, über Themen mache, wo man zuerst oder im Alltag mal nicht dran denkt. Wenn wir losgehen am ersten Tag und dann noch am zweiten Tag früh morgens, dann schalten wir immer so eine Schweigerunde sozusagen, dass man wirklich mal eine halbe Stunde bis 40 Minuten schweigend geht, jede für sich seinen Weg, ihren Weg. Wie empfindest du das, dieses Schweigen? Ja, wie empfinde ich das? Man kommt selber zur Ruhe. Okay. Man sortiert seine Gedanken und versucht, wenn es denn möglich ist, an nichts zu denken. Aber mir fällt das erstmal schwer, manche können es vielleicht. Aber man besinnt sich und kommt so ins Innere. Ich finde das sehr angenehm. Ja, ich glaube ja, dass man zum Inneren kommt, zum Kern kommt, zu seinem eigenen Kern kommt, das ist ja nicht so wie ein Lichtschalter, den man einfach so aus- und anknippt, sondern es braucht Zeit. Braucht man Zeit. Und das Wichtigste, glaube ich, ist immer beim Meditieren, dass man sich nicht unter Druck setzt, dass man meint, so, jetzt muss ich hier ganz schnell still werden, sondern dass man einfach guckt, was passiert eigentlich im eigenen Denken und Fühlen. Und es kommen ja auch nicht immer nur schöne Gedanken hoch, manchmal kommen ja auch schwere Gedanken hoch. Und irgendwann ist dann vielleicht der Kopf auch mal ein bisschen leer. Ich habe aber schon noch bei einigen Leuten so gemerkt, denen fällt das schwer, 40 Minuten nicht zu sprechen. Ja, und auch das ist nicht schlimm. Also wir sind da jetzt nicht so bierernst unterwegs, sondern es gibt natürlich auch viel Raum zum Gespräch. Und ja, wir rasten dann ja auch mitten auf dem Weg und kehren dann wieder irgendwie in ein Kloster ein. Und da gibt es dann auch gutes dann Essen. Gut gegessen. Genau. Dass wir doch mal was getrunken, ne? Noch dazu, genau. So ist das. Ja, wir werden jetzt ja im April, den 28. und 29. werden wir
nach Kühl fahren, in die Eifel. Dort gibt es ein Kloster. Und den Flyer dafür, da werde ich Ihnen den Link beifügen. Und wenn Sie Interesse haben und Lust haben, dann melden Sie sich einfach mal. Und wie Jörg gerade schon erzählt, es ist eine Gruppe, da sind ein paar, die vielleicht immer mitgehen, aber es sind auch immer neue dabei. Immer neue dabei. Und das ist eigentlich cool, ne? Man lernt neue Leute kennen. Genau, richtig. Neue Leute kennenlernen und neue Gespräche führen, ist immer interessant. Gut, und du wirst dabei sein? Ich werde dabei sein. Ich werde auch dabei sein und ich freue mich darüber. Und wenn Sie Lust haben, dann herzlich gerne. Melden Sie sich bei mir, bei uns als evangelischer Kirchengemeinde. Und soweit machen wir erstmal ein Pünktchen. Ich danke dir für das Gespräch, Jörg. Gerne. Für die Bereitschaft. Und wenn Sie am Montag wieder einen neuen Impuls unter der Überschrift "Was mein Leben reicher macht" hier sehen wollen, auf meinem YouTube-Kanal angedacht, dann schalten Sie einfach ein oder machen Sie es sich ganz einfach und abonnieren den Kanal. Und bis dahin, Gott befohlen, alles Gute und tschüss. Das war Angedacht, was dein Leben reicher macht. Jeden Montag ein neuer Impuls.